auf seine jetzige Runde schaut. Cantages und McLean Board. Neun. Fantastisch. Halten die Zeiten im Auge. Halten die Zeit im Auge. Da liegt er drunter und kommt jetzt bei 18 Sekunden in dieser Zwischenzeit. Das ist eine Sekunde schneller als Steve Gerda. Aber der hat eine phänomenale, zweite Hälfte hinbekommen. Und somit muss auch McLean Board diese phänomenale Runde hinbekommen. Kommt ein bisschen mehr raus, aber das sind nur Nuancen. Kriegt ebenfalls den Idealweg hin. Zum letzten kriegt ebenfalls hier eine Idealdistanz.